Tagesordnung. Wir haben als Nächsten den Punkt 6.4, Schutz der Gedenkstätte am Altmarkt. Hier ist Einreicher die AfD-Fraktion, die auch gleichzeitig einen Ersetzungsantrag vorbereitet, eingebracht hat. Und deswegen wäre vielleicht die Bitte, Frau Dr. Schöps, dass man das integriert in einem machen kann zum Beginn. Und dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde und es würde die SPD beginnen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben gerade intern diskutiert, ob ich jetzt 10 oder 15 Minuten reden dürfte, aber ich belasse es bei einer Rede bei 5 Minuten. Ich als gebürtige Dresdnerin, die schon eigentlich immer in Dresden lebt, kann mich noch genau erinnern, wie das damals 2007, 2008 auf dem Altmarkt ausgesehen hat. Da war noch das historische Pflaster da, die alte Straßenführung deutlich erkennbar, noch Reste der Straßenbahn schienen. Und sogar der Standort der Germania, des ehemaligen Wahrzeichens des Platzes, konnte man noch so ausmachen. Das hatte alles, nicht nur die Zerstörung, sondern auch die DDR überdauert. Und da waren noch so ganz besondere Stellen auf dem Platz, wo das Pflaster verbrannt war. Die Dresdner wussten, was dort passiert ist. Sie wussten, dass dort 1945 Scheiterhaufen mit tausenden Opfern des alliierten Bombenterrors vom 13. und 14. Februar gebrannt hatten. Die Fotos der aufgeschichteten toten Leiber von Männern, Frauen, Kindern, Jungen wie Alten, Dresdnern und welche, die nicht in Dresden lebten, aber zufällig gerade am falschen Ort waren. All diese Bilder von Menschen haben sich tief ins Gedächtnis unserer Stadt gebrannt. Wie viele es genau waren, weiß niemand. Man kann es wohl auch nicht mehr ermitteln. Überall ist die Zahl 6.865 präsent, aber sie ist nur eine Zahl aus einem Dokument vom 25. Februar 1945. Die Verbrennungen dauerten aber vom 20. Februar bis zum 5. März. Also ist diese Zahl jedenfalls auch fraglich. Mittlerweile sieht der Altmarkt ganz anders aus. 300 Quadratmeter des alten Pflasters wurden erhalten und über der Tiefgarage wieder neu eingebaut. Mit einer neuen Gedenkstätte, die an die Bombenopfer erinnern soll. Jedes Jahr am Abend des 13. Februars kommen die Dresdner dort zusammen und gedenken ihrer Toten. Seit Jahren wird das Gedenken am Altmarkt, aber auch wie an anderen Orten wie dem Heidefriedhof beispielsweise, gestört. Und die Denkmäler schon mehrfach durch Graffiti-Schmierereien und politisch motivierte Schändungen verunreinigt. Jedes Mal ist das eine Verhöhnung der Opfer. Und oft können diese Schmierereien dann nur durch den Einsatz von aggressiven Chemikalien beseitigt werden. Das birgt das Risiko einer irreversiblen Schädigung der Oberflächen und verursacht natürlich auch zusätzliche Kosten für die Entsorgung der Reinigungsmittel. Alles, was dann am Ende der Steuerzahler in Dresden zu bezahlen hat. Das ist aus Sicht der AfD ein absolut unhaltbarer Zustand. Mit jedem Tag, den der 13. Februar näher rückt, steigt nun die Gefahr einer erneuten Beschädigung der Gedenkstätten aufs Neue. Das ist jedes Jahr im Grunde dasselbe. Wir fordern deshalb in unserem Antrag von der Stadtverwaltung endlich wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um zumindest erstmal auf dem Altmarkt die Gedenkstätte vor Beschädigungen zu schützen. Das sind wir den Angehörigen und Nachkommen der Bombenopfer schuldig und ebenso auch allen Bürgern unserer Stadt, die sich dort zu einem würdevollen Gedenken zusammenfinden wollen. Einer geschichtsfliehenden, kulturmarxistisch induzierten Denkmalstürmerei, wie sie in vielen Bereichen unseres Landes immer wieder aufploppt, die den Wesenskern unserer nationalen Identität und auch unserer Gedenkkultur infrage stellt, da sagen wir Nein dazu. Wir erteilen im Namen vieler dem eine Absage. Um den Verursachern der Verunreinigungen nicht die Genugtuung, die sie suchen, zu verschaffen, nun einen möglichst großen, nachhaltigen und vielleicht auch dauerhaften Schaden anrichten zu können, schlagen wir vor, dass marktübliche Methoden des Graffiti-Schutzes zum Einsatz kommen. Diese sind zu vertretbaren Kosten verfügbar und können auch eine einigermaßen umweltverträgliche, kostengünstige und natürlich zügige Reinigung der Gedenkstätte ermöglichen. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei den Freien Wählern bedanken, die bei unserem Ersetzungsantrag bei der Formulierung und mitgeholfen haben, dass das Ganze ein bisschen eingängiger und einfacher jetzt gestaltet ist als im Ursprungsantrag. Eine schnelle Beseitigung von Schmierereien, um es mal zusammenzufassen, trägt dazu bei,
Das angestrebte Ziel der Täter, nämlich die öffentlichkeitswirksame und anhaltende Bekundung von Hass und Verachtung gegenüber den Bombenopfern zu vereiteln. Das ist hier unser Ziel. Es ist nicht eine Frage des Strafrechts, dann am Ende die Täter zu ermitteln und zu verfolgen und zu bestrafen. Nein, man kann schon vorbeugen, indem man das nach Möglichkeit unattraktiv macht, dort überhaupt tätig zu werden. Deshalb appelliere ich an Sie, folgen Sie unserem Antrag, stimmen Sie zu und stimmen Sie dafür, dass der Schutz der Gedenkstätte für die Opfer des 13. Februars im Herzen unserer Stadt in Zukunft besser geschützt werden kann. Vielen Dank. So, wir steigen jetzt ein in die Fraktionsrunde. SPD-Fraktion, wird das Wort gewünscht? Nein. FDP-Fraktion, das Wort gewünscht? Sieht auch nicht so aus. Dissidenten, Herr Aschenbach. Hallo. Schutz der Gedenkstätte am Altmarkt vor Verunreinigung durch Graffiti-Schmierereien, so der schöne Titel dieses AfD-Antrags. Gedenkstätte, fragt sich manch einer. Gemeint ist der an einen Sockel angelehnte, als Sitzgelegenheit getarnte Tiefgaragen- und Kloeingang. Diese sowohl praktische als auch pietätvolle Erinnerung an die totgebombten Kunst- und Kulturbürger Dresdens, die scheint es ja größtenteils erwischt zu haben, wenn man sich das so anguckt, an der wir, Germania sei Dank, alljährlich unseren Battle um den geschmacklosesten Gedenkkranz austragen. Siegerkranz-Zitat 2020, wer kennt die Zahl? 20.000 oder 2 Millionen? Allem leicht verständlichen Sachverstand zum Trotz multiplizieren die Dresdner seit Jahrzehnten. Instrumentalisierung hin, Blödheit her, die After wollen gerne den Volkskörper, hier speziell den Gedenkkloeingang, vor Verunreinigung schützen und dafür, ich zitiere, Absperrung, Zäune, durchsichtige Blenden und Ähnliches bauen. Das gefällt mir. Egal ob ein dekorativer Zaun, die elegantere Variante aus Draht oder durchsichtige Blenden, das macht was her. Der Parteidoktrin folgend und das Potenzial, sowohl den Bedürfnissen von Gedenkenden als auch Sprayern gerecht zu werden, erkennt, bevorzuge ich eine Mauer. Mauerbau ist immer schlau, wie der Volksmund sagt. Die Krone des allumfassenden Konfliktmanagements wäre es selbstverständlich, den Fernsehturm über die Gedenkstätte zu stülpen. Aus diesem Grund hätte ich dem ursprünglichen Antrag nur allzu gerne zugestimmt. Der völlig verweichlichte Ersetzungsantrag ohne diese visionären Absperrungsvorschläge ist für mich leider, leider inakzeptabel. Enttäuschend, liebe Patrioten. Wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Dann CDU, Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ein bisschen schwer fällt es jetzt schon, hier zu stehen. Die AfD hat der Versuchung nicht widerstehen können, die Schmierereien an dieser Gedenkstätte zu instrumentalisieren und der Würde der Opfer einen Bärendienst erwiesen. Und das Gleiche hat Herr Aschenbach von der anderen Seite, wenn man so will, gemacht. Da kann man sich eigentlich nur schämen und da müsste man eigentlich einen Punkt machen. Es ist ein Tiefpunkt erreicht in der Debattenkultur mit diesen beiden Beiträgen. Ich will nur sagen, es kann kein Zweifel bestehen, dass die Schmierereien an dieser Gedenkstätte nicht sein dürfen. Und genau das haben wir vor über einem Jahr beschlossen. Nämlich nachhaltig im 26er Ring Schmierereien generell nachhaltig zu beseitigen.
Da bedarf es eben eines solchen Sondertitels nicht. Und deswegen ist das, was nominell im Antrag steht, ohne den Hintergedanken natürlich richtig, aber wir haben es beschlossen und weil wir nicht immer wieder alles neu beschließen müssen, werden wir das nicht beschließen. Natürlich inhaltlich ist es richtig, aber wenn man so will, die Ablehnung bei der Rede, Frau Dr. Schöps, die Sie gehalten haben, da kann es keinen Zweifel geben, dass man sie ablehnen muss. Vielen Dank. Und Bündnis 90 Die Grünen wird das Wort gewünscht. Das sieht nicht so aus. Dann sind wir durch die Fraktionsrunde. Fraktion Die Linke hatte ich noch nicht. Fraktion Die Linke wird gewünscht? Nein. So, dann sind wir durch die Fraktionsrunde durch. Gibt es weitere Wortmeldungen? Da sehe ich es nicht dabei. Dann gehen wir zur Abstimmung. Hätten zunächst den Ersetzungsantrag der AfD. Wenn der keine Mehrheit bekäme, würden wir dann über den ablehnenden, federführenden Ausschussbericht abstimmen. Also, wer dem Ersetzungsantrag der AfD zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Nein. Stimmenthaltung? Letzteres müsste deutlich die Mehrheit gewesen sein. 14 Ja bei 47 Nein, keine Enthaltung, wäre das abgelehnt. Damit kämen wir zur Abstimmung über den ablehnenden federführenden Ausschussbericht. Also wer dem federführenden Ausschussbericht zustimmt, lehnt den Antrag ab. Deswegen frage, wer dem federführenden Ausschuss zustimmen möchte, bitte jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltung. Der federführende Ausschussbericht wurde mit 50 Ja-Stimmen und 12 Nein-Stimmen bei keiner Enthaltung angenommen und damit der Antrag abgelehnt. Damit mit Blick auf die Uhr sind wir kurz vor 18.30 Uhr. Ich würde sagen, wir gehen in die Pause und sehen uns dann um 19 Uhr zur Fortsetzung.